Hört sich dumm an, aber geht lieber normal arbeiten oder macht irgendwas. Wie gesagt, ich möchte meine Familie wieder haben. Das ist mein Ziel. Warum tue ich den Leuten weh, die ich über alles liebe? Haben Sie schon mal gebettelt? In der U-Bahn? Kommt gelegentlich vor. Ja. Kommt gelegentlich vor. Aber auch nur, wenn wirklich nichts anderes geht. Ja. Und das ist ja das. Es macht mich alles. Das bin nicht ich. Das ist einfach, wie mein Kollege schon sagte, das ist der Teufel. Und du wärst ein ganz anderer Mensch, wärst du in dem Moment. Das bist nicht du. Das ist alles. Alles für den Arsch. Alles für den Arsch. Und deswegen, ich kann euch nur sagen, lasst die Finger von den scheiß Drogen, von Kokain und Schorbe. Macht das nicht, weil das ist kein Leben auf der Straße. Das ist nichts. Hört sich dumm an, aber geht lieber normal arbeiten oder macht irgendwas. Aber nicht den gleichen Fehler wie ich oder andere von meinen Jungs hier. Wir hatten alles, wir hatten Arbeit, wir hatten Auto, wir hatten wirklich alles. Und das hat alles kaputt gemacht. Sie hatten auch ein Auto? Hm. Welches Auto hatten Sie? Ich bin Mercedes gefahren. Mercedes gefahren, schön, wie gesagt, Familie, alles. Und deswegen ist alles, ich kann es nicht oft genug sagen, macht das nicht, es ist eigentlich alles nur dumm und bringt nur Schwierigkeiten. Ehrlich, 6 Jahre im Knast gewesen auch. Auch wegen den Scheiß. Meistens eigentlich wegen Schlägereien, aber auch nur. Die Schlägereien sind ja auch nur, weil, wie komme ich an Geld, wie muss ich was machen? Dann ist das eben so. Und die 6 Jahre kriegt man ja nicht wieder, ne? Jeder Tag ist verschwendet. Ja. Autoführerschein haben Sie denn noch? Nicht mehr, nein. Wurden Sie angehalten? Alles weg, ja. Wegen Drogen und Alkohol, ne? Alles weg, alles weg. Auch wegen Schlägereien und alles nur im breiten Kopf immer, ne? So normal, nüchtern, bin ich ein lieber, ruhiger Mensch. Aber wenn, dann... Die 6 Jahre im Gefängnis, waren das dann ein Stück? Ne, ich war 2-mal drin. Zweimal? Zweimal, also je 3 Jahre? Und das erste Mal, warum? Die ersten Male waren in Suff wegen Schlägerei. Oder auch Geld oder. Und in welchem Knast waren Sie da? Wo war das? Auch Bilwerder. Bilwerder. Psychiatrie. Das ist kein Knast, das ist Psychiatrie. Psychiatrie? Ja. Zweites Ochsenstor, sage ich immer dazu. Was haben Sie da erlebt in Psychiatrie? In Bilwerder? Ja. Das ist auch. Du wirst du weggeschlossen, stehst du auf, gehst arbeiten. Hast 2-mal die Woche Besuch, 1-mal im Monat Einkauf, was ein Highlight ist da drin. Und ja, wie gesagt, das ist einfach nur Scheiße alles. Schlägereien gibt es auch ab und zu mal, wenn du dich dann nicht. Entweder bist du Opfer oder du bist kein Opfer. So. Und das ist alles. Alles echt für den Arsch. Also ich würde echt sagen, beschissener wie jetzt geht's gar nicht. Ehrlich. Und die scheiß Droge, Stein und Koks, das hat echt die ganze Beziehung bei mir in den Arsch gemacht. Alles in den Arsch gemacht. Weil Droge war wichtiger, wo das ganze Geld geht dahin flöten, statt dass man mit die Familie irgendwie was Schönes macht oder so. Nee, nee. An was denken Sie am meisten? Am meisten denke ich jetzt an meine Frau. Möchten Sie Ihrer Frau etwas sagen in die Kamera? Sie weiß ganz genau, was. Sie weiß, dass ich jetzt hier liebe und fertig. Aber ich kann sie auch verstehen. Sie hat genug durchgemacht und ja. Von welcher Droge können Sie nicht runterkommen? Was ist die härteste Droge Ihrer Meinung nach?
Schore und Kuka, also Stein, ne? Weil das ist, ja, du machst alles, um da ranzukommen, beklaust, schlägst. Klauen ist nicht so mein Ding, aber dann machen wir noch andere Sachen. Ja, Hauptsache, man kommt an das Geld. Ja, und dann geht's dir gut in dem Moment. Und später kommt alles noch schlimmer oder hast vielleicht noch irgendeine Straftat gemacht, die noch dazukommt. Und dann landet man wieder im Bau. Ich habe jetzt nächsten Monat auch wieder eine Verhandlung. Und dann mal schauen, was da rauskommt. Entweder bin ich wieder drinne oder. Ich habe noch mal Glück und ich bin draußen. Ne? Manche sind glücklich, dass sie in den Knast kommen, weil sie müde sind von der Straße. Ist das bei Ihnen auch der Fall? Ich kann nicht sagen glücklich, aber... Etwas erleichtert, sag ich mal. Ich sage mal so, vielleicht wäre es jetzt gerade im Moment gar nicht so verkehrt. Weil sonst, wie weit soll das noch gehen? Entweder mache ich mich weg durch die Droge. Ich glaube, ich werde mich dann irgendwann, wenn das weiter so läuft alles, werde ich mich irgendwie wegmachen mit Droge oder so, weil ich habe echt keinen Nerv mehr auf das Leben. Das ist kein Leben, das ist ein Zustand, ein ganz ekelhafter Zustand, ein Albtraum ist das alles. Von dem man am liebsten einmal so und dann ist alles vorbei und ich möchte mein altes Leben wieder mit meiner Frau und sie sagt auch immer, ich soll mich ändern, aber es ist einfach nicht, es ist nicht so einfach. Es ist ehrlich nicht einfach. Wenn Sie eines Tages vor Gott stehen, was werden Sie ihm sagen? Ich glaube, da komme ich gar nicht hin. Und wenn? Dass mir das alles echt leid tut und das... Ja. Dass es mir leid tut und ich einfach dumm und ein Idiot bin. Ein richtiger Idiot. Wenn Sie sich 15-Jährigen nochmal sehen würden, was würden Sie sich für einen Tipp geben? Ich, wenn mit 15. Wenn Sie jetzt in die Vergangenheit reisen und Sie sich selber 15-Jährigen treffen, was werden Sie sich sagen? Was werden Sie ihnen sagen? Diesen Jungen von damals? Ich würde sagen, geh in die Schule, verkauf keine Drogen, wie du es gemacht hast, sondern mach das, was lerne und dann mach deinen Abschluss. Und lass die Finger davon, von dem Hasch. Gras war es ja damals. Gar nicht erst anfangen zu verkaufen. Aber. So, ja. Wie gesagt, wenn man in die Schule geht, um Drogen zu verkaufen, das ist ja nicht Sinn der Sache eigentlich, ne? Nee. Was ist das Schlimmste, was ich hier gesehen habe in Hamburg auf der Straße? Das Schlimmste ist, von meinem Kollegen Silvester gefeiert in seine Schwester in eine Kneipe. Ja, und dann wurde sie da erschossen, ne? Nächsten Morgen. Oh, heftig. Ich, mein Kollege war dabei, also Anne, der Bruder von der Schwester, der erschossen worden ist. Und die Mama und ich, ja. Und dann hieß es, hat er geschossen und dann hieß es, noch, ihr seid auch noch dran. Ja. Haben hier viele Drogensüchtige Waffen dabei? Jetzt nicht unbedingt Messer, Pistole? Ich denke, ja, Pistole denke ich mal nicht, aber Messer. Messer haben viele? Ja, ich denke mal schon. Also ich nicht, weil ich will sowas nicht bei mir haben. Wo sehen Sie sich in den nächsten 3 Jahren? Was wären so Ihre Ziele? Meine Ziele ist weg von hier und ich möchte, wie gesagt, ich möchte meine Familie wieder haben. Das ist mein Ziel. Das Problem ist nur, ob die Frau noch mitspielt. Das weiß man eben nicht. Manchmal sagt sie so, manchmal sagt sie so. Und das ist das, was mich alles fertig macht, so ein bisschen. Ein bisschen viel. Können Sie die Sucht in 3 Worten beschreiben? Wie soll ich die Sucht beschreiben? In 3 Worten. Was Ihnen einfällt? Einfach nur Scheiße, die Sucht.
Sucht ist scheiße. Das ist, in dem Moment nimmst du es, bist du glücklich, alles schön. Und danach ist wieder alles scheiße. Und lass das. Die Droge ist einfach nicht cool. Nicht wie Leute denken, cool oder was weiß ich. Das ist scheiße. Ich wünschte, ich wäre das nicht gemacht. Aber durch die Probleme habe ich wieder angefangen. Ich war ja auch 15 Jahre, habe ich nichts gemacht. Und dann jetzt vor 5 Jahren oder so bin ich dann wieder reingerutscht. Wie gesagt, Mama tot und Stress mit Frau und alles. Und noch andere Sachen kamen dazu und dann habe ich mir gesagt, was soll das? 1-2 Mal ist nicht schlimm, ne? Ja, also dann sieht man ja jetzt, wo ich bin. Welche Frage stellen Sie sich selbst am meisten, am öftersten? Warum ich so ein Idiot bin und die Leute wehtue, die ich eigentlich über alles liebe. Das ist das. Das ist die Frage, was ich mir stelle. Warum tue ich den Leuten weh, die ich über alles liebe? Ehrlich. Warum tue ich den Leuten weh, die ich über alles liebe?